Dreckskanal. Habt ihr das Mark Eggers Video davon gesehen? Komm, da gucken wir es. Ich habe es zwar schon gesehen, aber wir gucken es uns einfach trotzdem mal an, weil es ist auch wirklich lustig. Es ist wirklich lustig. Wir hatten jetzt noch nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten was. Und sie ist so am Lachen. Irgendwas ist da im Busch, ne? Ja, sie kennt dich. Ihr hattet auf jeden Fall schon. Ey, du kannst ehrlich sein. Das ist Mark. Ein guter Freund von mir. Und er blinddatet heute 7 Girls gleichzeitig. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Ey, es gibt keinen besseren Kandidaten als Mark Eggers für dieses Format. Es könnte mir niemanden besser vorstellen, der das machen könnte. Jede Runde muss er eine rauswählen. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben. Denn am Ende bleibt nur ein übrig. Okay, dann stell dich mal vor. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Mark Eggers, ich bin 36 Jahre alt, komme aus Köln und bin seit über 2 Jahren Single. Oh, das ist so sad. Ja, frag dich mal, warum. Was suchst du in deiner Traumfrau? Eine ehrliche Frau, die meinen Humor versteht, die auch selber Humor hat. Das ist mir mit das Wichtigste und auch Ziel im Leben. Ich find's krass, wie Marc diesen Vorwand nimmt, dass er eine Traumfrau sucht, dass sich mehr Frauen bei ihm melden. Aber der sucht ja überhaupt nicht nach einer Traumfrau. Der sucht einfach nur irgendwas zum Bumsen, Digga. Ja, nicht verkehrt. Und optisch, ist dir da was wichtig? Ich habe keinen bestimmten Typ. Was wäre für dich so ein absolutes No-Go? Wenn sie einfach kein gutes Herz hat. Wir suchen hier die wahre Liebe. Die absolute. So wurde mir das gesagt. Mein Name ist Mark Eggers, ich bin der neue Band. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert. Denn unter den ersten 1000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro. So, viel Glück. Dich kenne ich doch schon. Hallo! Okay. Was ist dein erster Eindruck? Mama, bist du es einfach. Da ist ja echt einiges dabei. Wie findest du Nummer 1 Schuhe? Ja, kann man nicht viel mit falsch machen. Nummer 1, kannst du mal einen Moonwalk versuchen? Oha! Oha, da gibt's schon den ersten Punkt. Nicht schlecht. Oh, ist aber auch echt eine krasse Situation. Stell dich mal vor, ihr steht da jetzt und jetzt müsst ihr so euer Urteil abgeben, aber ihr wollt so nicht so oberflächlich klingen. Da muss man sich schon die richtigen Worte einfallen lassen. Nummer 3, kannst du das auch versuchen? Und Kandidat Nummer 2, was hältst du von den Schuhen oder der Strumpfhose? Oh. Hat ja auch Tattoos. Auch die Tattoos natürlich auch sehr interessant. Ja, so pinken, rosa, eine Strumpfhose. Auch cool, ja. Was Extravagantes mag ich auch. Okay, aber wir wollen ja nicht oberflächlich. Nein, auf gar keinen Fall. Du hast ja eine Frage. Ja, ich habe eine Frage. Kandidatin Nummer? 7. Ja, erst mal nachziehen, ne? 7. Kandidatin Nummer 7. Wie würden dich deine besten Freunde beschreiben? Ich glaube, ziemlich lustig, offen, aber nur offen bei Leuten, die mir wichtig sind, also bin ich ein bisschen introvertiert. Eigentlich ganz funny, I guess. Hallo. Hi. Sag mal Senkfußeinlage. Senkfußeinlage? Ah, jetzt habe ich ihn erkannt, den Dialekt. Woher kommt sie? Aus Spanien. Okay, Kandidatin Nummer 6. Wie würden dich deine Freunde beschreiben? Meine Freunde würden mich beschreiben, dass ich mich mit allen Menschen verstehen kann und alle Arten von Menschen. Sag mal ganz kurz, wen würdet ihr noch bei dem Format sehen? Revi fände ich auch geil. Revi auch sehr interessant. Sag mal ein paar, welche noch geil passen würden. Verstehe. Oh, everybody's darling. Ich überlege die ganze Zeit, wie. Altbekannten Geier. Willy, Sydney, Drachenlord wäre auch ganz, ganz wichtig, ja. Mich meine Leute beschreiben würden, ne? Zum Glück stehe ich nicht hinter der Wand. Das wird für mich nicht gut ausgehen, glaube ich. Wie würdest du mich beschreiben? Gut. Kandidatin Nummer 2. Du bist die nächste. Nerd, Partysau und chaotisch. Partysau. Nerd. Bist du auch? Nö. Nicht mehr? Weiß ich nicht. Doch. Schon. Chaotisch? Auf was bezogen? Eher so unordentlich? Oder wo bist du chaotisch? Überall im Leben. Ui, okay. Ah, ich bin schon sehr strukturiert tatsächlich. Aber das gleicht sich dann ja aus. Meinst du? Ja, das ist so Yin und Yang. Kandidatin Nummer 2, bist du gerne chaotisch? Für dich bin ich auch gern ordentlich. Oh. Für dich bin ich gerne unordentlich. Cute. Oh ja, gut. Für dich bin das ich gerne ordentlich. Gefunden. Da weiß aber jemand ganz genau, worauf er sich einlässt. Yes, nee, nicht. Kandidatin Nummer 3, bei den Schuhen bin ich natürlich auch mal sehr gespannt, wie dich denn deine besten Freunde beschreiben würden. Also eine sehr verrückte Retro-Gamerin, die auch mal sehr zulangen kann, wenn es sein muss. Sie kann ich bin dafür bekannt, dass ich gerne auf Festivals gehe und mich dort auch mal schlag. Gut. Nochmal, du willst mich schlagen? Gut. Nee, pass auf, ich stehe jetzt sehr nah dran, aber bitte das nicht. Das ist eine super Introduction für so ein erstes Kennenlernen. Und was machst du so? Ja, ich gehe gerne ins Fitnessstudio und ich gehe gerne auf Boiler rein. Lostreten jetzt. Also nochmal. Ich bin dafür bekannt, dass ich mich gerne mal auf Festivals schlag. Ja, Marc, wie stehst du denn ich so zu Schlagen, weil du Stress hast oder weil du so pokst in der Menge?
Oh, nee, eher, weil ich meine Freunde beschütze, dass die keiner angrapscht. Oh, okay. Aber, ist aber gut. Werden deine Freunde regelmäßig angegrapscht? Ziemlich. Meine Freundinnen sind ziemlich heiß, ja. Oh. Bist du auch ziemlich heiß? Ich würde es so behaupten, ja. Aber du hast jetzt keinen Aggression. Du hast schon mal von der Kandidatin 2 eine Story auf Insta gepostet. Das kann nicht sein, mein Lieber. Aggressionsproblem. Oh nein. Okay, gut. Aber ich bräuchte jetzt keine Frau, die sagt, geht weg, lass die Finger vom Marc. Hä? Und so vielleicht müssen wir das machen. Nein, Kandidatin Nummer 4. Mit dir haben wir heute am wenigsten bis jetzt geredet. Hi. Hi, oh, das war ein sympathisches Hi. Ja, also meine Freunde würden mich wahrscheinlich als sehr offenen, selbstbewussten, lieben, lustigen Menschen schreiben. Süß. Und sie ist dein Fave bis jetzt, oder? Von den Schuhen irgendwie schon, ja. Oh. Ich finde die süß so. Von der Aussage? Auch, die Stimme hat sich sympathisch angehört. Wie hört sich meine Stimme für euch an? Ja, auch ganz lieb. Gut, die Stimme täuscht. Schon gerade also. Haben wir irgendeine noch nicht gefragt? Mich? Oh, da, die Kandidatin Nummer 1. Nummer 1, bitte. Hallo. Hallo. Also meine Freundin will mich beschreiben als ziemlich outgoing und sehr sportlich. Finde ich gut. Okay, wir haben alle, oder? Haben wir alle? Hi. Oh, Nummer Entschuldigung, 5. Entschuldigung, Nummer 5. Hi. Nico, mein Lieber, freue dich, dass du riesig, dass du wieder am Start bist und dass es dir besser geht. No cap, schau dich seit über 10 Jahren, Bro. Ey, Bro, mein Beileid. Freunde würden über mich sagen, dass ich humorvoll bin. Spaß, Bro, ich danke dir. Bin strukturiert und brutal ehrlich. Brutal ehrlich, da sind wir wieder beim Thema, okay? Also gehst du bei deiner Ehrlichkeit auch über Leichen? Manchmal muss es einfach raus und dann kann ich nicht anders. Boah, ich fühle sie so. Manchmal muss es einfach raus. Ja, lass es raus, ist kein Problem. Du bist auch übrigens sehr direkt, das mag ich. Ja, ich habe heute noch drüber nachgedacht im Hotelzimmer, dass du eine sehr ehrliche, direkte Art hast, die einen auch tatsächlich verletzen könnte. Aber das Schöne ist, es ist ja deine Meinung. Nicht jeder kann immer die Wahrheit ab und dann denke ich mir, ey, komm, dann sage ich dem du, ich mag dich nicht so gerne, aber ich sage, du bist echt übertrieben scheiße. Mhm. So. Ich sag ja auch nicht, du bist übertrieben scheiße. Brutal ehrlich gleich unhöflich. Ey, aber das ist in der heutigen Gesellschaft wirklich so. Man braucht ein gutes Feingefühl dafür, wie man zu welcher Person sein muss, um nicht scheiße rüberzukommen. Es ist krass, oder? Man muss sich krass verstellen, um gut rüberzukommen. Egal, anyway. Du musst jetzt einen von denen rauswählen. Ach, jetzt muss schon jemand raus? Ja. Wer war für dich diejenige, wo du denkst, das passt gar nicht so gut? Also, sorry schon mal. Halt einfach dein Maul. Guck zu nah, zum Beispiel direkt sympathisch, Digga. Alle Mädels, wirklich. Es ist so kurz in der Zeit, bitte nicht persönlich nehmen. Aber ja, dann ich würde die letzte nehmen. Die letzte? Okay, dann Kandidatin Nummer 7, du bist leider raus. Oh, scheiße. Na, guck, das ist so eine gute Reaktion. Besser kann man es nicht machen. Ich wusste, dass das eine Fehlentscheidung war. Hallo, Marc. Freut mich. Freut mich auch. Ey, sorry nochmal. Aber bezaubernd. Nochmal ein Applaus vom ganzen Team. Oh, Marc macht das so gut. Danke, dass du dabei warst. Ja. Ich hätte es bereut. Die war schon hot. Sorry. 10 von 10. Ich schreib dir. Ja, das habe ich mir aber auch gedacht. Bei Marc ist es ja das Format überhaupt nicht ausschlaggebend, das ist ja nur fürs Video. Natürlich hat danach Marc mit jeder geschrieben, ist ja klar. Oh, Digga. Oh. Das sind krasse Outfits. Wer springt dir als erstes ins Auge? Also als erstes wirklich, ihr habt euch alle richtig hübsche Outfits angezogen. Das kann ich schon mal sagen. Ja gut, als erstes ist die hier mit den Faustschlägen da übers Perukaville läuft, ne? Aber Nummer 2 ist auch krass. Nummer 3, welche Festivals bevorzugst du so? Hauptsächlich Metal-Festivals. Ja. Nummer 4, Wacken oder Perukaville? Was? Entschuldigung, ich hab's jetzt nicht gehört. Ja, das sind so Festivals. Kenn ich ehrlich gesagt nicht. Nova Rock oder Lollapalooza? Ach so, ja. Ich habe keine Ahnung. Ach kannst du so. Es ja mitnehmen. Du gehst ja die ganze Zeit auf Events, oder? Ja. Kannst du die mitnehmen? Ich mag super gerne Festivals, jetzt ohne Spaß. Finde ich gut. Ich würde die nächste Frage stellen. Mhm. Wie hoch ist dein Bodycount? Findest du das wichtig? Ich habe mir gedacht, heute mal was Außergewöhnliches. Etwas, was man jetzt nicht so oft fragt. Ehrliche Antwort ist mir voll egal. Sage ich jetzt so, wie es ist. Kandidatin Nummer 1. Mein Bodycount ist 6. Und ich bin ziemlich selektiv. Es muss gewisse Standards da sein, wo ich mich wohlfühle, wo die Kommunikation passt. Bei mir ist halt eine Connection mega, mega wichtig. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Vielen Dank für deine ehrlichen Worte, Kandidat. Da wäre jetzt zum Beispiel für mich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, da wäre mir jetzt die Stimme hat mir jetzt nicht so gefallen. Das hört, egal, was man hier in diesem Format sagt, das hört sich so oberflächlich an. Weil wir gehen jetzt mal komplett einfach die Reihe runter, wenn das okay ist. Und das Ding ist, in der Schule, Mathe war immer meine Schwäche. Ich kann nicht weiter als 1 zählen, deswegen kann ich es leider nicht sagen. Das ist eine cute Ausrede, aber... Das wäre auch wirklich meine Antwort tatsächlich gewesen. Das ist so cute. Wie hoch ist er bei dir?
Hä? Es geht doch hier Kandidatin Nummer 3. Nicht so viele, wie du jetzt wahrscheinlich denkst, aber dafür die richtigen. Würdest du sagen, du hast falsche Nummern in deinem Bodycount? Also Sachen, also One-Night-Stands oder so, die du bräust? Ich habe wirklich jetzt, ne, in meinem Leben tatsächlich nicht so viele One-Night-Stands gehabt. Auf keinen Fall. Kann ich wirklich hier bezeugen, Mark Eggers, Leute, würde niemals in seinem Leben einfach so eine Frau ins Bett verführen. Das ist nicht seine Art. Ich weiß, das glauben die meisten Leute auch nicht. Das glauben auch die meisten. Nein, man glaubt es wirklich nicht, aber es ist wirklich... Wirklich nicht so viele gehabt. Natürlich hatte ich die schon. Und wenn ich sexuell was bereut habe, war es entweder zu viel Alkohol oder echt One-Night-Stands. Mhm. Naja, das kann ich wirklich bezeugen. Da gab es einen Ausrutscher auf Mykonos, da war Marc wirklich zu betrunken. Und da kam er auch wirklich am nächsten Morgen nach oben und meinte so, du Leute, guck mal, passt mal auf, das, was da gestern Abend passiert ist, ich bereue das voll. Marc wirklich absolut. Der Vibe nicht so da ist, du kennst ihn nicht und keine Ahnung. Sehr gute Antwort, Kandidatin Nummer 4. Also mehr als 6, aber weniger als 8. Okay, auch, eine gute Antwort. Nummer 5, Kandidatin Nummer 5. Ich persönlich finde, der Bodycount sollte komplett egal sein, deswegen, ich möchte deinen nicht wissen und ich verrate dir meinen auch nichts. Okay, finde ich voll spannend. Was ist dein Bodycount? Was ist Englisch, ne? Bodycount? Ja. Was bedeutet das nochmal? Mit wie vielen verschiedenen Geschlechtspartnern? Was denkst du denn? Was würdest du denken? Komm, ehrlich. Was ich von dir denke. Du bist doch so eine ehrliche Person. Ja, also auf jeden Fall über 20. Guck mal, da hinten die Leute hier. 10, 20, was sagt ihr? So, wir sind bei der letzten Kandidatin. Ich bin gespannt. Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe 11 Partner gehabt. Ja, ich muss sagen, wirklich, diese Ehrlichkeit finde ich... Schönes gewähltes Wort. Ich hatte zum Beispiel 400 Partner. Eh schon super. Okay, so based auf dieser Frage musst du jetzt eine von den Mädels rauswählen. Ja. Optisch gefällt mir die Hose halt nicht, ne? Aber ich fand, die Antwort war jetzt echt... Die Hose von Nummer 6? Ja, so, aber... Die gleiche. Ja, gefällt mir nicht. Partnerinnen hatte ich bisher noch keine, nee. aber ich... Boah, es ist mega doof, denn ich nimm... Ja, 1. Nummer 1? Ja. Guck jetzt gleich seine Reaktion wieder. Okay. Nein! Oh, scheiße, oder? Mann, du hast die geilste rausgewählt. Fuck. Ich wusste, dass ich eine Fehlentscheidung getroffen habe. Oh, hallo, Marc. Hallo, Selina. Hallo, Selina. Ja. Du bist sehr süß. Dankeschön. Ja. Also, schön, dass du da warst. Warte mal. Sind da Kontaktlinsen drin? Nein. Kann man eine Close mal auf die Augen machen? Selina, hier, das ist deine Kamera. Ja, genau. Und jetzt noch hier dieses Augendinge wieder. Das ist... Nein, ich habe die geilste rausgewählt. Oh, deine Augen wie der Ozean. Ey, danke, dass du dabei warst, Harald. Zeig mal deinen schönsten Blick. Ja, ich komme nie mit meinem schönsten Blick. Pass auf, Achtung, von unten nach oben kommt er immer. Achtung, achso, und okay. Jetzt hoch und... Selina. Ey, schön, dass du dabei warst. Danke. Deine Hose hoch, die guckt alles raus, sehe ich jetzt gerade. Das ist Fashion, hallo. Ach, das trägt man so. Das ist Fashion, Marc. Junge, was willst du uns erzählen? Guck dir deine Leggings an, du Fisch. So? Ja, das trägt man. Ich mach's bei mir jetzt auch. Sieht gut aus. Es geht so. Nee. Ist nicht? Nee, wirklich, danke, sehr sympathisch. Es geht weiter. Du darfst jetzt noch eine Frage stellen und danach musst du noch jemanden rauswählen. Oh, okay. Es wird hart. Es wird wirklich hart. Hast du eine gute Frage? Ich habe eine unfassbar gute Frage. Du würdest jetzt 1 Million Euro bekommen. Was würdest du dir als allererstes davon kaufen? Gute Frage. Ist gut, ne? Richtig gut. Richtig gut. Damn. Also, ich glaube, ich würde mir gar nichts kaufen. Ich würde mir so einen Finanzberater holen und dass der das macht, weil ich will nicht irgendwie das Scheiße ausgeben. Das ist aber smart. Gibt's nicht so ein... Das ist ja smart, vor allem, wenn der Finanzberater dich abzieht. Eine Sache, die du dir sofort kaufen würdest? Nee. Okay, Kandidatin Nummer 4, was würdest du dir kaufen? Die hat, glaube ich, schon viele. Die sagt, eine Mio, keine Ahnung. Eine Mio zu den anderen legen. Fällt nicht auf. Eine große Wohnung, dann kann ich meine kleine vermieten und viel reisen. Oh, da wird mit der Wohnung ein bisschen rumgeflext, Loki, hier. Auch gut, klingt auch wirklich gut. Oh. Ist die kleine Wohnung Eigentum? Meine, ja. Eigentumswohnung in Wien ist auf jeden Fall schon gut. Ja, hier wird rumgeflext, Leute. Ja, wir machen weiter mit Kandidatin Nummer 3. Ja, also was gucke ich mir da an? Bro, mach dir keinen Stress. Sowas muss man sich auch mal reinziehen. Es ist einfach unterhaltsam, Digga. Und danach gucken wir uns auch gutes Apex Legends Gameplay an, Digga. Deswegen mach dir keinen Stress, alles gut. Ich würde wahrscheinlich auf jeden Fall sofort in den Urlaub fahren. Wahrscheinlich Klamotten kaufen oder sowas. Wohin in den Urlaub? Irgendwo hin, wo es warm ist. Dieses Meer und weißen Sand gibt. Genau. Hast du da eine Idee? Ja, Ballermann, Mallorca. Arenal, ne? Direkt. Welchen Klamottenstyle findest du bei Männern gut?
Oversize. Leon, der war nicht schlecht, danke, mein Lieber. Sowas. Also du bist dann heute Abend nicht dabei, oder? Perfekt. So Hoodies und Jogger und sowas. Kandidatin Nummer 2. Ich würde meiner Großmutter ein neues Haus kaufen, aufhören zu arbeiten und mich Vollzeit um sie kümmern. Puh, bei 1 Million aufhören zu arbeiten, das hält nicht lange wahrscheinlich. Das soll sich ausgehen, bis meine Großmutter von uns geht und dann kann ich ja wieder arbeiten. Aber das finde ich richtig süß. Das heißt, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Großmutter. Natürlich. Voll schön. Die Nägel sind aber auch, darf man eigentlich mal ran und gucken? Ja, guckst du an. Also diese Nägel. Kannst du mal die Hände so? Deine Nägel? Nee, andersrum. Boah, die sind aber auch. Ja. Findest du lange Nägel gut? Ja. Kratzt du gerne? Das kannst du später rausfinden. Alter, wie der angemacht wird. Welchem Hotel bin ich nochmal? Das haben wir gestern. Peitschen auch ein Thema für dich? Darüber können wir später reden. Aber ich bin jetzt nicht der Hund an der Leine später, ne? Da können wir auch drüber reden. Oh, können wir auch drüber reden. Dann muss ich doch meinen Kameramann wieder mitnehmen. Carsten, später doch nochmal vorbeikommen. Okay, super. Sympathische Antwort auf jeden Fall mit der Großmutter. Wir fragen Kandidatin Nummer 1. Instant ein Haus mit Garten und mein Streamingzimmer geil einrichten. Instant? Du streamst? Ja. Was machst du so für Livestreams? World of Warcraft. Ah, du bist eine Gamerin. Ja. Ich glaube auch, dass ich den Herrn kenne. Wir kennen uns. Ah. Ja. War ich schon in deinen DMs? Nein. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein. Okay. Ich überlege gerade, wer die Streamerin ist. Samantha, bist du's? Ich muss jetzt eine rauswählen. Oh ja, ich... Du kennst sie? Heißt du wirklich so? Anyway. Was war denn das? Du hast jetzt alle Antworten. Du musst eine von denen rauswählen. Ja, ich wähle die letzte. Was würdet ihr mit einer Mio machen? Porsche S-Man-K oder wie sieht's aus? Koks und Nutten, investiere safe. 918 Spider, der kostet über eine Mio, mein Lieber. 40 Bitcoin, alles fürs Spielen. Bei dir einziehen. CCS-Skins, Koks, Porsche Panamera in Rot, alles auf Rot, Nissan Skyline GTR R32, CS-Skins, alles auf Rot, erstmal 200.000 Spenden, eine Mio, bunte Tüte, BMW M4, verbrennen, Aktien, Premium Super Abo bei Alexa, danke für die Miete, Bro, anlegen, Olakala kaufen, Olakala Klamotten, Apo Red aus der Insolvenz helfen. Alles klar, ich glaube, jetzt haben wir alles durch. Jetzt sind raus. Warte, stopp. Nee, ich habe ja gelernt, wenn ich hier was sage, ist direkt, jetzt ist raus. Wir beratschlagen uns. Komm kurz an. Okay. Wir tuscheln. Ja. Die pinke, willst du rausnehmen? Nein. Welche? Okay, kurze Beratung. Ja, Mann, es geht hier vielleicht um die Frau fürs Leben. Was würden die Zuschauer? Nummer 4 ist dann raus. Oh. Ach Mann, das war wahrscheinlich der Grüße. Ich hätte mich ins Gemachte. Ja, guck mal, Marc, jetzt wieder mit seinem. Ah, oh, nein, und bla, ich gemachtes Nest. Nest gesetzt. Ja, ja. Ich wurde schlecht beraten, sag ich dir ehrlich. Gar nicht. Pass auf. Und. Standardreaktion. Boah, scheiße, ich wusste es nicht. Ja. Hey, aber. Hallo. Die sieht ehrlich nicht schlecht aus. Hallo. Oder willst du die Umarmung? Hallo. Ja. Wie heißt du? Jacqueline. Jacqueline? Genau. Die sieht ehrlich nicht schlecht aus. Da hast du einen Fehler gemacht. Das passt eigentlich richtig gut. Ja, kann man einmal für die Kamera? Möchtest du dich einmal noch mal hinstellen, Jacqueline? Das wäre es gewesen wahrscheinlich, ne? Ja. Ich glaube, ich habe wirklich... Oder jetzt mal ehrlich, die sieht gut aus. Ich finde, die sieht gut aus. Die dürfte mit meinem Jungs, bitte, lasst es. Ein bisschen was verkackt heute. Ja. Okay. Wir haben nur noch 4, ziehen uns jetzt zurück. Der Vorhang geht wieder nach oben und dann kommen wir und sehen noch mehr der wunderschönen Mädchen. Ich sehe auf jeden Fall, der Vorhang hängt ein bisschen schief, weil ich weiß, die Mädels haben requested, dass sie ihre Brüste zeigen wollen. Ja. Carsten, mach die Augen zu. Bist du bereit? Ich bin extrem bereit, ja. Okay, 3, 2, 1. Wenn du schon so grinst, ist schon... Guck. Ah, ihr seht nicht wegen der Cam. Das mache ich sehr, sehr gerne für euch runter, Leute. Es ist ja völlig klar, dass es die Nummer 2 ist, oder? Was ist dein erster Eindruck? Ja, jetzt bin ich überfordert. Ich muss sagen, diese... Schnüre da hinten, das ist wirklich in diesem... Das ist absoluter Quatsch, Digga. So ein Kletterpark. Oh, die machen eben hier gerade. Hat man das gesehen? Ja. Also diese Knotennummer... Du kommst halt nicht so schnell ran. Das sagst du. Will schon eine freiwillig gehen eigentlich? Hier, Kandidatin 1. Wahnsinn, du bist Streamerin, ne? Also... Ja. Mhm. Und du kennst sie vielleicht, meintest du? Nee. Nee? Glaub nicht. Okay. Weibliche Streamerin, da gucke ich ja nicht. Ich gucke ja nur die Jungs immer an. Sehr treu. Ja. Kandidatin Nummer 2. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber natürlich, es hat sich bestätigt, die Schuhe
Das kurze Schwarze geht natürlich immer. Würde ich persönlich auch selber tragen. Nein, nein. Aber ich finde Kandidat Nummer 3. Was war das? Sorry, ich wollte eine Annäherung machen. Ja, okay. Ja, dann gib die Hand. Dann machen wir das. Dann machen wir mit Hand. Okay, wenn meine Freundin das sieht. Ja, hallo. Komm, mach Huckepack. Komm rauf. Jetzt. Also, du wolltest was sagen zu Kandidaten. Sorry, dass wir hier so rumalbern. Okay. Was ist mit diesem Vorhang? Umhang bei Kandidatin Nummer 4? Oh, das ist ein Kimono. Was ist jetzt? Kimono? Ja. Trägt man das? Ich kann es auch gerne zumachen. Ist dir das lieber? Fühlst du dich dann wohler? Boah, sie ist richtig auf Konfrontation. Sie ist so. Soll ich jetzt was sagen? Nö. Oh ja, bitte. Gerne. Ist eine starke Frau. Was heißt super. Du? Toll. Ich nehme den Spruch zurück. Genau. Ich nehme alle Sprüche zurück, die ich heute gesagt habe. Ich verstumme für den ganzen Abend. Ich verlasse den Raum. Boah. Was ist denn? Wir wollen jetzt nicht nur die ganze Zeit über die Outfits reden. Ja, ganz ehrlich, ich verstehe es, aber es ist nicht mein Fall. Sondern wir wollen auch fragen. Oder was meint ihr? Ist es euer Fall? Seid ihr bei sowas dabei? Weil wir die Damen ja auch kennenlernen wollen. Ja. Kandidatin Nummer 1, die Streamerin, wo jetzt alle die Subbomben platzen lassen. Wie wichtig ist dir denn tatsächlich Sex in der Beziehung? Sie lacht gerade. Warte mal, wir hatten jetzt noch nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten was und sie lacht mich gerade aus, weil das war so diese 10-Sekunden-Nummer. Hä, das nicht, aber ich habe schon viel von dir gehört. Oh, was hast du denn gehört? Nee, Kandidatin. Hä, doch, ich wollte gerade weiterzählen. Was hast du denn von Marc gehört? Ich? Ja? Puh, wo soll ich da anfangen, Marc? Ja, hau doch mal ran. Wo soll ich da anfangen, Marc? Ich habe da auch schon so einiges gehört, Marc. Aus, erzähl mal ein bisschen. Weißt du? Erzähl doch mal. Wie war er in der Kölner Szene so unterwegs? Oh, fleißig, habe ich gehört. Hab ich mir aber auch ich meine, ich habe nur. Digga, mit diesem Haare streicheln, so auf richtigen Trash-Talk angelehnt. Ich habe da schon so einiges gehört, Marc. Gehört? Also, das ich ist weiß. Eine Lüge. Aber mein Leute Gott, erzählen, bei jedem Gerücht ist ja auch immer was Wahres dabei, ne? Stimmt, stimmt. Was gibt's denn dafür? Wir machen weiter, kommst du wieder auf deinen Platz? Wie wichtig ist dir denn Sex in der Beziehung? Genau, das gibt es im Aftermovie dann. Wie wichtig ist es dir denn? Ja, da wurde aber richtig vertikalisiert. Oh Mann. Da wurde extremst vertikalisiert, Digga. Spielt schon eine große Rolle in der Beziehung. Ey, ganz kurz, ich habe die Kommentare von der letzten Episode gelesen und da haben ein paar Leute geschrieben, warum vertikalisiert? Es sollte doch horizontalisiert heißen. Ich sage euch ganz kurz, vertikalisiert kommt von Tim, der in unserem Spaziergangstalk, und wenn ihr euch den euch reingezogen habt, dann zieht ihn euch bitte auch nicht rein, es geht extrem lang. Aber der hat in diesem Talk locker so 5-6 Mal vertikalisieren gesagt, im Sinne von sein Business sozusagen auf eine Linie zu bringen. Und ey, Digga, dann hat Marc mir eine Memo geschickt, weil ich habe im Podcast, während Tim das so gesagt hat, so gedacht, Bro, wie oft willst du noch vertikalisieren sagen, um schlau zu klingen, ne? Und dann schickt Marc mir aus dem Nichts die Memo, dass er jetzt sein Business vertikalisiert. Und ich hatte einfach, der hat mir eine 3-Sekunden-Memo geschickt und ich hatte aus dem Nichts geisteskranken Lachflash. Deswegen mag auf jeden Fall auch auf der Humorebene ein absoluter Connector von mir. Und davon kommt vertikalisiert. Jetzt wisst ihr es. Große Rolle. Ja. Mhm. Wenn das Sex gut ist, dann ist die Beziehung gut. Sonst. Weil sie ist so am Lachen. Irgendwas ist da im Busch, ne? Ja, sie kennt dich. Ihr hattet auf jeden Fall schon was. Nein, jetzt lass uns ja, kurz. Ja, auf jeden jetzt, Fall. Ey, du kannst ehrlich sein. Warte, ich muss kurz nachdenken. Gamescom? Scheiße. Kennst du jemanden, der schon mal was mit Marc hatte? Ja. I knew it. Und wie war's? Ja, kann man ruhig mal sagen. Wie war's denn? Mir wurde gesagt, schrecklich. Einfach nein, keine Ahnung, sie hat's mir nicht erzählt. Also das kann ja nicht ich gewesen sein. Hat sie auch gesagt, dass er besonders klein war? Okay. Okay. Kandidatin Nummer 2. Stehst du auf schlechten Sex, dann wäre ich genau der Richtige für dich. Ja, also Sex ist auf jeden Fall wichtig. Wie oft die Woche findest du Sex wichtig? Jeden Tag. Jeden Tag ist eine Aussage. Jeden Tag ist auch Quatsch, Digga. Jeden Tag ist nur, wenn man sich am Anfang kennenlernt. Vielleicht über die Beziehung das erste Jahr über oder sowas. Aber irgendwann wird es auch einfach weniger. Das ist auch völlig normal. Da brauchen wir uns nichts vormachen, Leute. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ein Ehepaar, das seit 40 Jahren zusammen ist, jeden Tag Sex miteinander hat. Das ist einfach Quatsch. Sagst du? Sie kann auch mehrmals am Tag sein, wenn es sich gut anfühlt. Mhm. Bei dir und deiner Freundin. Naja, jetzt können wir mal drüber reden. Naja, nicht nur mich in die Pfanne hauen. Deine Freundin hat mir auch gesagt, so gut ist es nicht. Frech. Mit der Zunge. Nein, Spaß. Hör jetzt auf. Nein, wie oft bei euch? Ja, also naja, warum? Guck mal, Kandidatin, was ist das denn hier für ein Format? Ich werde hier in die Situation gebracht, jetzt würde ich gerne mal hören. Ich höre dich ganz, ganz schlecht. Ich muss ein bisschen an der Aussprache arbeiten. Kandidatin Nummer 3. Da hätte ich jetzt aber auch ein bisschen mehr Ehrlichkeit von dir erwartet hier. 3. Offenheit. Sex ist natürlich sehr wichtig, aber das ist wirklich nicht das A und O in einer Beziehung, aber gehört natürlich sehr dazu.
Du traust dich nicht näher zu Kandidatin 4, oder? Wie seht ihr die Situation? Ach, kommt schon, ich muss mich nicht fragen. Ich weiß, wie die Situation sieht. Tu dich doch mal näher ran. Ja, gar kein Problem. Ja. So, Kandidat. Ich weiß, wen Marc am Ende wählt. Ja, das. Hab sie schon. Grüße an die Freundin, hier ist alles super. Ja, mach dir genau. Gar keinen Kopf. Ich glaube, die Freundin würde einmal da eifersüchtig, wenn du mit Marc hier hinhältst, ne? Wir haben einen schönen Abend. So, Kandidatin Nummer 4, wie wichtig ist es dir denn? Puh, das kommt auf den Partner an. Wenn ich den richtigen Partner habe und mit dem alles richtig gut funktioniert, dann ist der Sex auch einfach Wahnsinn. Das finde ich eine richtig gute, erwachsene Antwort. Dankeschön. Super. Ja. Und irgendwie finde ich das Outfit jetzt noch besser. Komm, behält mir nochmal wieder. Mhm. Was super. Du von mir? Ja, nee, ich hätte sie nicht rausgeworfen, wenn du es sagst, die 4. leider. Ah, das habe ich gar nicht gesagt. Oh, ich wusste, dass ich nicht falsch bin. Hallo. Hi, freut mich. Ich wusste, dass der Händedruck genauso ist. Ja, wirklich? Ja. Das wäre mir jetzt zum Beispiel zu viel. Okay, ich habe mit einem bisschen stärker vorgestellt. Aber sie wäre auch so der Typ von Frau, die auch bei mir sagen würde, ich wäre ihr voll der Knecht so. Die, also auf Typen wie mich würde sie auf gar keinen Fall stehen. Wüsste ich einfach. Ja, Mensch, also guck mal, ich werde doch hier schon so abrasiert. Was soll ich denn noch sagen? Nee, super. Cooles Outfit. Danke. Aber das ist ja nicht privat, so läufst du nicht so durch die Wiener Innenstadt. Nein, natürlich nicht. Nee. Das ist aber ein Festival-Outfit oder wo kann ich mir dich so vorstellen? Meistens am Donnerstagabend auf Twitch. Ach, du bist auch auf Twitch? Was für? Ja, jeder auf Twitch, Bro. Workshops. Schieberi-Workshops. Schieberi-Workshops. Was ist das Ganze? Der wird ganz anders geschoben. Das Zeug da mit den Seilen und so, ne? Ah, du erklärst, wie das funktioniert? Genau, boah, da würde ich ja fast gerne mal einen Workshop bei dir nehmen. Das ist dann circa so, ja, du wirst dann irgendwann unten am Boden liegen, so in Embryo-Haltung, total angebunden und dann ziehe ich dich nach oben. So, da sehe ich dich. Das auch schon, ja. Das sehe ich dich. Da bin ich dann tatsächlich raus. Ach, so eine Nummer ist das dann. Okay. Cool, dass du da warst. Danke, danke. Vielen Dank. Oh. Hot. Ich fand sie cool. Cool, ja, aber wirklich jeder so, wie er mag. Meins ist es nicht, ich weiß. Jeder nur so, wie er kann. Wirklich, dass ich das nicht gut finde. Grüße gehen raus an Revi. Der da wird die Seilkunst vertikalisiert, Digga. Also keine Ahnung, wer sich da vertikalisieren lässt, aber da bleib ich ganz klein, der Horizontalen. Wird sich auf jeden Fall freuen. Da könnte ich auch gerne mal connecten. Der ist ja auch auf Stream, auf Twitch unterwegs. Der liebt das. Ist angefesselt, hochgezogen, klar. Dürftest du das einfach so exposen? Ja, na klar. Sebastian, ne? Schön Bondage. BDSM ist nur Spaß. Wie sieht's denn bei euch aus, ihr drei Mädels? Werdet ihr auch die sich gerne fesseln lassen und dann an der Decke hochziehen lassen? Das Einzige, wovon ich mich fesseln lasse, ist von Computerspielen, sorry. Bro, das war so eine NPC-Antwort. Ich konnte das nicht glauben, als ich es gestern gehört habe. Das hat sich angehört, als hätte die das einstudiert. Okay. Okay, nächste Frage. Okay, Kandidatin Nummer 1, Familie, Thema für dich? Nee, ich mag Hunde. Okay, 2? Ja, auf jeden Fall. Wie viele? 2 bis 4, I don't know. Möchtest du eine Familie gründen? Ja, auf jeden Fall. Wie viele Kinder willst 4. Du? 4. Richtig Haus, Fans, ja, Hund. Ja, Hund, mit diesem Witchback. Süß. Ja, klar. Hey, in meinem Alter irgendwann wäre schon mal gut. Familienauto? Ja. Das sehe ich dich. Nicht. Wusste ich, dass du das sagst. Okay, ja. Okay, du musst dich jetzt entscheiden. Mit wem möchtest du auf gar keinen Fall eine Familie gründen? Ja, die Nummer 1 hat ja schon so viel Schlechtes gehört, das ist ja schon keine Basis mehr. Oder hätte ich eine Möglichkeit, dich noch vom Gegenteil zu überzeugen? Du, ich... Kannst du mal... Ich weiß nicht. Ich nehme Kandidat Nummer 1 raus. Sie hat einfach gerade die falschen Antworten gegeben. Hallo! Scheiße, ich wusste, dass ich falsch bin. Hallo. Du siehst super aus. Trolli. Wie heißt denn die Freundin? Woher kennt ihr euch? Wir kennen uns nicht. Wir kennen uns nicht, ich kenne dich halt, Twitch. Okay. Wo kommst du her? Österreich. Österreich. Ah. Und streamst du so? Ist das so ein Streaming-Outfit von dir? Standard, ja. Ja, sieht aber super aus. Ja, sieht echt gut aus. Also echt auch eine klasse Figur. Danke. Ja, sehr, sehr schön. Papa sagt danke. Schön. Tschüss. Ciao. Wie heißt der auf Twitch? Jetzt ist und jemand von euch bei der Chat am Rumgeiern, Leute? Bin Sub. Nee, ne? Keiner von euch. Der Moment für die Werbung. In die Kamera. Khaleesi, ich mache auch OnlyFans und Patreon. Oh. Da ist dann die Thematik für mich dann wieder interessant, ne? Also OnlyFans, fändest du das schlimm, wenn ihr es macht? Oder sogar gut? Wenn die richtig Vollgas gibt, sorry auch an alle Frauen, die es machen, ich glaube, es wäre mir persönlich ein bisschen zu doll. Weil du an die Zukunft denkst und an deine Kinder oder weil du denkst, ah, dann ist der Reiz weg oder weil du denkst, es ist dir unangenehm. Wenn ich mir vorstelle, mein Sohn oder Tochter kommt aus der Schule, keine Ahnung in welcher Klasse und die sagen, ey, Papa, ich habe hier von meinen Mitschülern irgendwelche Bilder von Mama gesehen, Videos, wie die da masturbiert, ich glaube, das wäre mir zu krass, das wäre mir einfach wirklich zu doll tatsächlich. Das verstehe ich. Das Argument verstehe ich wirklich.
Ihr seid im Finale und bekommt jetzt erstmal einen richtig krassen Finalapplaus. Finale. Ey, das ist ja wirklich teamtechnisch. Okay, hast du eine finale Frage? Dafür habe ich dich jetzt an meiner Seite für eine richtig gute, spicy, finale Frage. Nach dieser Show geht ihr auf euer erstes Date. Wie sieht das erste Date für dich aus? Wie sieht denn dein erstes Date aus? Ganz Kandidatin Nummer 1. Ich würde auf jeden Fall was Gutes essen gehen wollen. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da sehr unkreativ, ehrlich gesagt. Also ich mag das, wenn da eher der Mann sich so ein bisschen Gedanken drüber macht. Und zurück zu Marc. Wie sieht das erste Date aus? Ich habe mal eine Freundin kennengelernt und unser erstes Date war in Barcelona. Also wir sind, ohne dass wir uns kannten, einfach nach Barcelona geflogen. Es war mega nice und wir sind dann auch zusammengekommen. Kandidatin Nummer 1, könntest du heute noch deinen Koffer packen? Ja, ich war dabei. Damn. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich würde ins Planetarium gehen, um Sterne zu schauen. Oh. Das ist echt. Das ist so süß. Boah, kann Gott, einmal mein Kameramann rankommen? Ins Planetarium gehen, um Sterne zu schauen. Würde ich mich davon catchen lassen? Kommt drauf an, ob die geil ist. Wenn die geil ist, könnt ihr die alles sagen. Die anderen Leute hatten immer jemanden an der Seite, der die beraten hat. Carsten. Carsten, das komm her. Das wäre mir ein freundschaftliches Anliegen, mich ganz kurz zu beraten. Dann zeig doch nur. Nö. Du bist jetzt im Bild. Carsten hinter der Kamera. Riesenapplaus. Carsten! Sag mal ehrlich, nur mal kurz. Nein, natürlich, ich bin glücklich mit Alexa zusammen. Ich habe eine Freundin, alles gut. Aber ich werde ja trotzdem noch so meine Meinung dazu äußern dürfen, oder? Ich darf mich ja nicht als Mensch einschränken. Da werde ich ja unglücklich. Deine Meinung? Ich habe nämlich schon voll eine Entscheidung getroffen. Nee? Ich weiß es auch. Ich weiß genau deine Entscheidung. Ja, dann Kamera auf mich. Ich werde jetzt eine Entscheidung treffen. Also, natürlich, Kandidatin 1 kann man nicht sagen, 10 von 10 optisch, Kandidatin 2 auch sehr schön, aber mich hat Nummer 2 einfach menschlich mehr abgeholt. Das ist so mein komplett ehrliches Statement, deshalb entscheide ich mich für die Optik, Kandidatin Nummer 1, nein. Nein, wirklich einfach, weil ich mir auch selber da treu sein will, würde ich, glaube ich, Kandidatin Nummer 2 nehmen. Okay, Kandidatin Nummer 1. Ich hätte zum Beispiel niemals gedacht am Anfang, aber dann, wenn man so Marc mal näher anguckt und mal auch Marc so kennenlernt, dann versteht man es schon. Komm bitte hervor. Hallo. Hi. Na. Also es ist halt wirklich so, wenn ich jetzt ein Single-Typ wäre, dann würde ich die daten. Ah, hi, schön, bist du da? Hallo, Marc. Scheiße, Mann. Ist halt, ja. Wäre er denn dein Typ? Der Marc, ja, ist schon fesch, aber weiß nicht. Der Marc. Auch einfach besser als die Reaktion kenne ich. Kann ich das nochmal machen? Oh mein Gott, ich weiß. Ja, komm nochmal. Hier kommt Kandidatin Nummer 1, die es leider nicht geworden ist. Zum zweiten Mal. Hi. Hey. Hi. Und, wäre ich so dein Typ? Ja, es geht. Deshalb haben wir es nochmal gemacht für diese Antwort. Ja. Wir machen ein drittes Mal noch mit ein bisschen mehr Begeisterung. Und jetzt macht einen Riesenapplaus für Kandidatin Nummer 1. Lange her schon. Hallo. Achso, jetzt mit Umarmung kommen. Ja klar, beim dritten Mal. Hallo. Aber ihr ist auch ein bisschen abgefuckt darüber, dass sie raus ist, glaube ich. Okay, cool, dass du dabei warst. Ja, wir machen nochmal Werbung für dich, weil ich... Die denkt, sie wäre vertikalisiert, Digga. Ich glaube, es sind einige Männer draußen, ja, also die wirklich nur aufs Äußere schauen. Nein, Spaß. Achso, ja, Melina Melody auf Instagram. Okay, alles klar. Gut, Nächstes Jahr bei Germany's Next Topmodel. Für deine Gewinnerin bist du aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt. Bist du froh, dass du sie genommen hast? Das werde ich ja gleich sehen. Nee, die Antworten haben mir gefallen, sie war sympathisch. Mhm. Und ich habe jetzt einfach mal aus dem Bauch raus entschieden. Perfekt, dann Kandidatin Nummer Finalistin, Gewinnerin, komm gerne hervor. Hallo. Hey. Hey, warte mal, dich habe ich doch gestern Abend gesehen. Hey, guck mal, dann habe ich vorhin richtig entschieden. Hallo. Wie geht's? Ich habe mich richtig entschieden. Ich habe wirklich gerade mal gedacht, ich entscheide so, wie ich es einfach mal von der Art finde. Und deine Antworten haben mir am besten gefallen. Und geht ihr jetzt auf ein Date? Wir gehen auf ein Date. Woo! Auch mit diesem Model Walk. Bam, bam, bam. Geschmackssache, Leute. Ich muss sagen, ich feiere das Format sehr. Ich finde es wirklich ein sehr, sehr geiles Format. Es macht übelst Spaß zuzugucken. Und ich würde mir echt wünschen, dass das Format öfter kommt. Vor allem auch noch mit, keine Ahnung, mit so Kandidaten wie Revi wäre, glaube ich, mal interessant. Genau, Willy und Sydney natürlich. Wäre übelst witzig, das zu sehen. Ich finde es ein sehr geiles Format. Da geht auf jeden Fall ein Gruß raus. Gibt es auch einen Daumen nach oben für den Hasen hier. Total unterhaltsam. I'm
fun. Think I might get lucky, spending too much money.